Das ist nicht nur ein Lächeln für den Fotografen, nein, vielmehr. Dieses Strahlen ist Ausdruck gemeinsamer Stärke im Bestreben, Menschen mit Behinderungen in den entsprechenden Firmen zu vertreten und zu fördern, in Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungen. Bertelsmann geht mit bestem Beispiel voran. Die Schwerbehindertenvertreterin Perdita Müller und Personalvorstand Dr. Hermbreck präsentierten in Berlin die erste Inklusionsvereinbarung für den Konzern. Dieser Vertrag geht weit über die bestehende Integrationsvereinbarung hinaus und sichert den Menschen mit Handicap noch mehr Rechte und Chancen am Arbeitsplatz zu. Wir können sehr stolz darauf sein. Wir bekennen uns ja sehr dazu. Ich habe ja heute noch mal betont, wie wichtig für uns Vielfalt im Unternehmen ist. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die Mitarbeiter mit einer Behinderung in unserem Unternehmen genauso alle Chancen und Möglichkeiten haben wie die anderen Mitarbeiter. Wir brauchen diese Mitarbeiter, wir wollen diese Mitarbeiter in unserem Unternehmen haben. Wir möchten sie ermutigen, alles dazu beitragen, ihren Beitrag zu leisten, und wir wollen sie da ermöglichen und dabei unterstützen. Und ich glaube, dass die neue Vereinbarung viele neue Möglichkeiten schafft, um dies zu ermöglichen. Und ja, wenn Sie sagen, das Herz am rechten Fleck, ich glaube aber vor allen Dingen daran, dass ein Unternehmen wie Bertelsmann nur erfolgreich sein kann, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich motiviert sein können und all ihre Fähigkeiten und ihr Wissen einbringen können. Und wie motiviert sie sind, das hat die Jahrestagung der Schwerbehindertenvertreter in Berlin gezeigt. Bertelsmann lud ein und Vertreter von der Mediengruppe RTL, Gruner und Jahr und Prinovis kamen, um sich für die Menschen mit Handicap weiterzubilden. Vor allem im Bereich des Arbeitsrechts. Die Menschen mit Einschränkungen fühlen sich in ihren Betrieben gut aufgehoben und integriert. Ich bin muskelkrank, ich habe eine spinale Muskelatrophie. Ich muss dazu sagen, dass die Gelegenheit bei Bertelsmann zu arbeiten, mir jetzt in den 15 Jahren auch in der Gesellschaft zu einem sozialen Status sehr viel beigetragen hat. Ich habe, seitdem ich 24 bin, Multiple Sklerose. Und mittlerweile habe ich ein bisschen, mein Gehen ist halt eingeschränkt. Ich bin auf einen Rollator angewiesen. Habe jetzt auch über einen Schwerbehindertenrat von Info Network habe ich einen Scooter bekommen. Mit dem fahre ich dann halt durch RTL. Und dann werden mir meine Wege erleichtert. Und ansonsten kann ich, wie gesagt, für mich persönlich nur sagen, ich bin glücklich und zufrieden. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Wir haben da jetzt seit einiger Zeit diese Teppiche ausgerollt bei uns. Da steht immer drauf: Arbeitgeber of the Year 2014, und ich glaube jetzt 2015 sind sie auch wieder Arbeitgeber of the Year geworden. Und dann gehe ich immer hin und sage: Pass mal auf, wir wollen doch diesen Spruch mit Leben füllen. Und dann können sie auch schon nicht mehr anders. Also das ist ja dann auch schon, man muss die Leute auch so ein bisschen festnageln, ne? Weil, ja, ich sag mal, es ist ja schon auch gewollt vom Konzern her, dass Avato oder überhaupt Bertelsmann sich ein bisschen sozial darstellt und sozial engagiert, und darauf muss man dann auch in der Praxis immer wieder hinweisen. 120 Schwerbehindertenvertreter aus Deutschland tauschten ihre Erfahrungen in Arbeitsgruppen aus, und auch die neu gewählten Damen und Herren wollen das Neuerlernte bei der Tagung in Berlin schnell umsetzen. Viele Erfahrungswerte habe ich mitgenommen auf dem Weg, und in Zukunft werde ich versuchen, als Vertrauensperson, weil ich vorige Woche ja gewählt wurde, das umzusetzen. Der unermüdliche Einsatz für behinderte und kranke Menschen ist das große Ziel. Gerade bei Bertelsmann lebt Perdita Müller das mit ihrem Engagement vor. Und dank der sozialkompetenten Führung von Bertelsmann wird vieles umgesetzt. Die Inklusionsvereinbarung ein Highlight. Heute war ein hervorragender Tag. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Auf jeder Ebene, ich bin begeistert, nicht nur ich. Alle Kollegen sind so etwas von begeistert. Das, was heute uns unser Personalvorstand gegeben hat, eine ganz tolle, fantastische Sache. Eine tolle Sache war auch der Besuch des Überraschungsgastes Jenke von Wilmsdorf. Der investigative Journalist von der Mediengruppe RTL geht oder rollt seinen speziellen Weg. Vor allem sein Experiment, eine Woche als Rollstuhlfahrer unterwegs zu sein, hat die Tagungsteilnehmer schwer beeindruckt. Jenke fordert im Umgang mit behinderten Menschen mehr Toleranz. Respekt und Verständnis, Empathie, darum geht es. Kein Mitleid, das brauchen die Menschen nicht. Das braucht niemand, Mitleid. Das hilft vielleicht mal so ein paar Stunden über den Schmerz hinweg, aber das hilft nicht dauerhaft. Also wirklich Respekt, Verständnis und Empathie. Uns dürfen die anderen nicht immer so egal sein. Weg von diesem Individualismus, diesem übertriebenen Egoismus und so, davon weg. Das wäre so mein Appell. Das ist das, was ich täglich versuche umzusetzen.
Genau das versucht auch der zweite prominente Stargast von Berlin. Verena Bentele ist zwar von Geburt an blind, aber die neue Behindertenbeauftragte der Bundesregierung öffnet allen die Augen und zeigt Wege auf, wie Menschen mit und ohne Behinderung wunderbar zusammenarbeiten und leben können. Sie selbst schrieb als 12-malige Paralympicsiegerin in den Disziplinen Skilanglauf und Biathlon Sportgeschichte. Beim Schießen zielen die Athleten mit Hilfe von akustischen Signalen bemerkenswert. Ein Volltreffer ist laut Bentele auch die neue Inklusionsvereinbarung von Bertelsmann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich riesig gefreut, als eben bekannt wurde, dass die Inklusionsvereinbarung des Bertelsmann-Konzerns jetzt da ist. Und ich finde das wirklich klasse, dass so eine wirklich auch greifbare und fest definierte Vereinbarung eben auch deutlich macht, dass ein Unternehmen damit Ziele verfolgt. Das finde ich super. Über so viel Lob freut sich natürlich auch die Vorstandschaft, die genauso wie Frau Bentele weiter kämpfen wird für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Verena hat in ihrer politischen Funktion jedenfalls noch eine Menge Arbeit vor sich. Ich möchte auf jeden Fall beispielsweise das Bundesteilhabegesetz zu einem guten Abschluss bringen, dass Menschen mit Behinderung noch selbstbestimmter leben können. Ich finde entscheidend wichtig, eben die Arbeitssituation zu verbessern. Noch immer sind sehr viele Menschen mit Behinderung eben arbeitssuchend. Und das, obwohl sie im Schnitt besser qualifiziert sind als Arbeitssuchende ohne Behinderung. Und es gibt noch viele andere Themen mehr. Wir brauchen mehr Barrierefreiheit in Deutschland, ein inklusives Bildungssystem und. Also noch viel zu tun und keine Langeweile. Langeweile, das haben auch die Schwerbehindertenvertretungen bei Bertelsmann und den Konzerntöchtern auf gar keinen Fall. Berlin war wirklich eine Reise wert.